Kuka und Tatzel haben im Doppelpack zugeschlagen und dafür gesorgt, dass wir 5 Runden weiterhin abgeschlossen haben, die Runden 5 bis 9. Jetzt aber in diesem Video erstmal nur 2, damit die nicht zu lang werden und ich auch noch andere Dinge tun kann. Los geht's mit Runde 5. Da haben wir folgende Spiele. Und da waren viele von dabei, die ganz gut abgeschnitten haben. Wir beginnen aber natürlich immer mit den Stinkern. Und da ich schon mal vorausschauend die Runden bis inklusive Runde 9 ausgewertet habe, gibt es nun also die Plätze 1 bis 90 zu vergeben. Und wir haben diesmal kein neues Schlusslicht zu verkünden in Runde 5, sondern einen neuen Platz 88. Also ziemlich weit unten. 16 Punkte gehen an Platz 88 an Blood Omen. Und das nächste Spiel ist auf Platz 77 gelandet mit 22 Punkten. Und das einzige weitere Spiel dieser Runde, das dort unten im Keller sich befindet, es ist Cannon Fodder. Ich habe übrigens, um das nun mal klar rauszustellen, ich achte immer mal ein bisschen drauf, ob Spiele vielleicht, weil sie zu viele Leute nicht kennen, schlecht bewertet werden. Aber bis jetzt ist es tatsächlich so, dass die Spiele, die am Ende, die ganz unten stehen, durchaus von Leuten bepunktet werden, auch denn nur mit 2 oder 4 Punkten. Und das gibt mir dann immer eine Rückmeldung dafür, dass diese Spiele wahrscheinlich da oben auch gar nichts unbedingt zu suchen haben. Es gibt einige wenige Ausnahmen, aber bei den meisten Spielen ist es tatsächlich so, dass es ganz gut zu sein scheint. Die Ausreißer werde ich nachher auch noch gesondert ausgeben. Das ist dann sozusagen das schlechteste Spiel, das 4 Zehner bekommen haben oder 5 Zehner. Das sind dann die Spiele, wo man wirklich das Gefühl hat, das sind Nischentitel, die aber sehr gut sind, während es ansonsten in Ordnung ist. Weiter im Text. Die zwei Gurken der Runde haben wir rausgehauen jetzt schon. Es geht weiter mit 20 Plätzen weiter oben, schon Platz 57. Überraschend weit oben für mich, aber zum Glück nicht noch weiter. The Last Story. Das ist relativ kurzfristig in den Garnon noch reingerutscht und ich hatte halt gedacht, dass das eher ein ganz gutes, durchschnittliches Rollenspiel ist, von denen es eben auf der Wii nicht so viele gab. Aber es hat immerhin 46 Punkte erlangt. 56 Punkte und damit auf Platz 53 ist erfreulicherweise, obwohl ich es nicht gespielt habe und noch nicht bepunktet habe, Baphomets Fluch 2 gelandet. Sowohl Double als auch ich haben es nicht gespielt. Und ich vermute, wenn wir es gespielt hätten, wäre es noch weiter nach vorne gerutscht. Ich weiß nicht, ob Teil 1 oder 2 besser ist. Ich würde gerne mal Gabriel Knight, Baphomets Fluch, Grim Fandango und irgendeins fehlt mir noch. Full Throttle habe ich auch nicht gespielt. Würde ich gerne mal alle spielen. Die ganzen großen Adventures, die ich verpasst habe damals. Nun gut, dann haben wir das erledigt. Das letzte Spiel in der unteren Hälfte der Tabelle ist relativ knapp. Die nächsten 3 Spiele sind alle eng beieinander. Und auf dem 6. Platz in dieser Runde und auf Platz 48 insgesamt ist Dragon Quest 8 mit 3 Zehen und 62 Punkten. Die anderen Spiele, lieber Shogoki, hatten alle keine Zehen. Dragon Quest 8 gleich 3. Das wäre zum Beispiel so ein Spiel, ne? 3 Zehen sind schon 30 Punkte, fast die Hälfte der Punkte über Zehner bekommen. Da könnte man schon denken, vielleicht sollte das noch der eine oder andere nochmal spielen. Nun Platz 4 dieser Runde. Ein Platz weiter vorne als Dragon Quest 8, nämlich auf Platz 47 mit 66 Punkten und einer 1 ist WarioWare. Das aufgrund seiner extremen Obskurität so weit vorne einen Platz verdient hat. Und jetzt sehen wir schon, dass da noch ein Spiel ist, was es jetzt ziemlich weit oben, nach oben geschafft hat, von dem man das vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, nämlich Timesplitters 2 auf dem 4. Platz und insgesamt Platz 42 mit 68 Punkten und ganzen 2 Einsen. Ich bin hin und her gerissen. Double sagte, dass das für ihn das war, was einem Nachfolger von Perfect Dark und GoldenEye am nächsten kommt. Und ich habe damals, erinnere ich mich auch daran erinnert gefühlt, weil das war ja dann die GameCube-Ära und da dachte man, okay, jetzt hier auf dem N64 hatten wir diese geilen Shooter, wenn es auch nur 2 waren, wenn man jetzt The World is Not Enough nicht mitzählt, auch vom anderen Entwickler. Was passiert denn jetzt damit? Und
tatsächlich hat Timesplitters 2 diese, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich Timesplitters 1? 3 kenne ich auch noch. Also, für was ist 1 erschienen? Ist auch egal. Timesplitters 2 hat diese Reihe ganz gut weitergeführt, hat ein ähnliches Missionsdesign, kam aber nicht so ganz ran. Deswegen teile ich Doubles Einschätzung da schon. Ich glaube aber im Nachhinein, dass Timesplitters 2 massiv überschätzt wird, weil das zwar einen guten Humor hatte und das auch ganz solide war, aber eigentlich nicht so ein, ja, so ein Meilenstein ist. Was ich mich wundere, ist, dass ein Genre, das so populär wurde durch GoldenEye und Perfect Dark, nämlich diese spezielle Art von Konsolenshooter, so schnell wieder oder nur so wenige Vertreter hat. Das GoldenEye für Wii war ja auch noch sehr, stand sehr in dieser Tradition, wirkte aber dadurch auch etwas altbacken. Aber irgendwie gibt es von dieser Art Spiel keine mehr. Und das ist ja bei einer so erfolgreichen Reihe, kann man vielleicht fast sagen, sehr ungewöhnlich. Okay, also Timesplitters 2 als einer der wenigen Vertreter, vielleicht auch gerade deswegen mit ein bisschen Bonus, reingerutscht in den Garn auf einem guten Platz 42. Und jetzt haben wir die drei Sieger dieser Runde. Und die hätte man wahrscheinlich auch vorher als solche ausgemacht. Und Platz 3 geht, und das ist wahrscheinlich etwas unfair, an Castlevania Symphony of the Night. Double hat fast nichts in dieser Runde gespielt. Er schrieb immer nur Me No Play überall hin, bei fast jedem Titel. Hat auch so schöne Bilder damit gemalt, mit diesen Worten. Etwas übertrieben. Und er hat auch Symphony of the Night nicht gespielt. Vertraut aber trotzdem denen, die es gespielt haben, und hat auch noch, ich glaube, 2 Punkte gegeben. Das habe ich nicht gemacht. Das mache ich nur in ganz, ganz seltenen Fällen, dass ich Punkte vergebe, wenn ich mir wirklich sicher bin. Ich vermute, dass sich Symphony of the Night von allem, was ich gehört habe, nicht hinter Super Metroid zu verstecken braucht. Und hinter den ganzen anderen großen Meilensteinen. Aber da kommt halt dann doch durch, es ist einfach etwas unbekannter im Forum als ein Spiel wie zum Beispiel Pikmin, das auf dem 2. Platz gelandet ist. Für Double fühlte sich das wie ein klarer 5-Punkte-Titel an und Olima soll sich gefälligst über den Zusatzpunkt freuen. Ich bin mit der Pikmin-Reihe nie warm geworden, aber es gibt ja nun viele große Fans. Ich würde aber denken, dass Pikmin nicht so ein Meilenstein ist wie Symphony of the Night. Aber wer bin ich schon? Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich mag die eine Reihe nicht und die andere kenne ich nicht. Also ich bin einfach nur ein Idiot, der... Hallo. Und wir haben Gewinner, Metroid Prime 2. Das war ja... Ist das eine Überraschung? Ich weiß nicht. Es war... Pikmin oder Castlevania hätten das natürlich auch machen können in dieser Runde. Metroid Prime 2 hat ja doch gemessen an den Lobpreisungen für Teil 1 einige Kritiker. Für Double ist das einzig schlecht an dem Spiel das PAL-Cover. Ich habe mich nochmal erinnert, das war wirklich sehr langweilig. Aber sowohl er als auch ich haben es nie ganz durchgespielt. Ich bin am Imperator eingeschaltet, er etwas früher. Jetzt auf der Wii U haben alle die Gelegenheit, das nochmal zu spielen. Und sollen sich nochmal ein Bild davon machen, dass es, wie ich finde, Teil 1 in nichts nachsteht. Ich glaube, ich tendiere sogar dazu, dass Teil 2 der beste Teil der Reihe ist. Insofern ein neuer Gewinner hier in Runde 5, Metroid Prime 2. Man sollte es, finde ich, auch nicht abstrafen, nur weil es in Augen eigentlich ein bisschen schwächer als der erste ist. Es ist immer noch ein wahnsinnig gutes Spiel. Und jetzt kommt Runde 6. Wie spät ist es? 8 Minuten. Naja, dann werde ich ja vielleicht heute mal schneller fertig als 20 Minuten. Runde 6 ist noch stärker, glaube ich, als Runde 5. Ja, alle Spiele haben die letzten 18 Plätze übersprungen und wir beginnen damit gleich bei Platz 72. Also... Keine Gurken. Alle, die hier stehen, hier, es ist immer so schwer mit links und rechts. Alle, die hier stehen, können sich, oder alle, die diese Spiele unterstützt haben, können sich freuen. Platz 73 bis 90 haben sie nicht eingenommen. Trotzdem gibt es natürlich ein unteres Ende der Liste und das nimmt auf Platz 72 mit einer 10 Super Turricane 2 ein. 30 Punkte für das Knallerballerspiel. Zum nächsten Spiel, was einen Platz höher liegt, auf Platz 71 mit 32 Punkten und keiner 1, keiner 10, ich sage mal 1, tut mir leid, zitiere ich Double, war das nicht der GBA- oder DS-Teil, der so kacke ist? Ich könnte ja kurz googeln und mir diese wahrscheinlich peinliche Fehleinschätzung ersparen, aber so ist es lustiger. Die Rede ist natürlich von Secret of Mana 2. Nein, es ist nicht der GBA oder DS-Teil, der so kacke ist, aber
Ich glaube, Secret of Mana 2 ist nie in den Westen gekommen. Ist das richtig? Vielleicht auch eine peinliche Fahleinschätzung von mir. Naja, Secret of Mana auf jeden Fall nicht so richtig abgeräumt. Ich glaube, einfach auch zu unbekannt. Und jetzt machen wir einen wirklichen Sprung. Platz 54 und 52 Punkte für den drittschlecht platzierten Titel. Das ist wirklich in kaum einer anderen Runde so. Da sind 52 Punkte schon eher so Platz 4 oder 5. Hier reicht es nur für Platz Nummer 8 für Hotline Miami. Das Spiel, was in den Kampfabstimmungen zu gewinnen war und was Sun jetzt spielen kann mit viel Freude. Einmal 10 Punkte gab es und ein kleiner Insider von Double. Ernanted gab dem Spiel den Titel Mihawk Street, The Action Parts, The Game. Wer dabei war, wird lachen. Ja, toll. Hotline Miami, herzlichen Glückwunsch. 52 Punkte, Nachfolger kommt ja bald. Vielleicht dann auch im Ganon in 5 Jahren. Platz 52 geht an Rayman 2 mit 56 Punkten. Da bin ich froh, weil ich finde, dass das genau die richtige Wertung für das Spiel ist. Und ich hatte befürchtet, dass es etwas höher eingeschätzt werden kann im Rahmen der allgemeinen Nintendo-Nostalgie. Nennen wir es doch einmal so. Und Double hat was ganz Gutes bemerkt. Er sagte, das Spiel sah auf den ersten Blick total super aus, aber es fühlte sich leer an. Und ich finde das im Nachhinein, ich weiß gar nicht, irgendwas hat mich damals gestört. Und ich glaube auch, es fühlte sich ein bisschen leblos und, ja, leer. Leer trifft es ganz gut. Rayman 2 war leer. Trotzdem natürlich ein gutes Spiel. Ich hatte damals ein bisschen Panik vor dieser Spinnverfolgungsszene. Es war so eine hässliche, grob polygonisierte Comic-Spinne, aber sie hat mir Angst eingejagt. Platz 50. Und jetzt haben wir eins der Spiele, das ich erwähnt habe. Ein Spiel, das bei dem das Verhältnis Leute, die es kennen, also bei Doubles Krabi-Abstimmung, wäre das Spiel extrem weit oben, weil es 5 Einsen, 10 hat, 50 Punkte aus 10 und insgesamt 60 Punkte. Also eigentlich alle, die das Spiel bewertet haben, man kann natürlich nichts sagen über die, die es gespielt haben, aber nicht bewertet, aber ich gehe mal davon aus, dass das Spiel nicht so bekannt ist, haben dem Spiel massiv Punkte zugeschoben. Und es ist neben vielleicht Enslaved und Beyond Good and Evil möglicherweise mein Nummer 1 Wunschtitel zum Nachspielen aus dem, was ich im Ganon gehört habe. Ich hab's leider nicht. Aber alle schwärmen wie blöd, die es gespielt haben. Es ist Ghost Trick Phantom Detective, Platz 50. 60 Punkte, 5x10. Ja, vielleicht ist das wirklich mal einen Blick wert. Und nun noch zwei Spiele, bei denen ich die Platzierung verraten kann. Eine auf Platz 44, eine auf Platz 36. Und wenn man sich die Liste anguckt, könnte es fast alles sein. Und natürlich wissen alle, dass The Lost Vikings nicht in den Top 3 ist. Aber eine 10 und 68 Punkte. Ich habe nie was von dem Spiel gehört. Ich habe mir ein Video angeguckt, das sah aus wie dieses alte... Es gab mal so ein Werbespiel von Colgate, wo man so einen Zahn spielte, der mit Zahnpasta auf Bakterien schoss. So ähnlich sah das aus. Aber scheinbar ist es sehr gut. 68 Punkte, 44. Platz. Nicht schlecht. Und jetzt, was für eine Überraschung. International Superstar Soccer 98. Das ist ganz knapp. Haben mich Leute ausgelacht dafür, dass ich das überhaupt nominiert habe. Dann ist es relativ knapp überhaupt nur in den Ganon gekommen. Und jetzt sackt das 84 Punkte bei sogar 2 Zehn an. Und ich habe keine 10 gegeben. Das sei mal sicher, die ist an ein anderes Spiel gegangen, das gleich weiter oben erscheint. Ja, Double sagt, good old times, richtiger Fußball in your face. Das waren noch Zeiten. Natürlich ist das heute nicht mehr so was Besonderes, aber es war zu der Zeit ein besseres Fußballspiel als jedes andere Fußballspiel in seiner Zeit. Steile These, zugegeben. Aber nach der Zeit habe ich auch nie wieder Lust an Fußballspielen gefunden. Ja, und jetzt die Top 3 der Runde 6. 3 sehr gute Spiele. Und ein Spiel hat in meiner Ansicht nach, ich habe auch die 10 vergeben, absolut hier Platz 1 vergeben. Und da besagte auch Instant Classic, war seinerzeit sowas von voraus. Alle Bereiche seien top-notch. Und ich habe mir das damals auch gedacht, als ich es gespielt habe, dachte ich, was für ein Spiel, das ist jetzt schon ein Klassiker. Und
Es hat aber hier nur den dritten Platz gemacht, obwohl ich finde, es hätte den ersten sowas von verdient gehabt. Es handelt sich um Max Payne. Schade, Max. Aber immerhin Platz 3, für Platz 3 hat es gereicht. Und dann der Battle zwischen zwei Nintendo-Spielen wieder, wie so oft in diesem Ganon. Und das Rennen hat in diesem Fall gemacht F-Zero GX. Blast Corps einen sehr guten zweiten Platz gegen die Max Payne-Konkurrenz durchgesetzt und F-Zero GX eben der nächste Rundengewinner. Dabei konnte das nicht ganz nachvollziehen. Er war schon von F-Zero X nicht so begeistert, sodass er nicht so scharf auf das Spiel war. Dann war noch der Schwierigkeitsgrad gerade da. Aber für mich war es auch, ich habe die 8 Punkte gegeben. Es war schon wirklich ein unfassbares Spielerlebnis. Und es war so, dass nachdem man F-Zero X gespielt hat, was einen schon so begeistert hat, war das so ein Geschenk mit der Grafik und der Steuerung. Es war unfassbar präzise, ungnädig und motivierend. Wenn man jetzt mal absieht von dieser Trident-Scheißstrecke, dann, was war das, der Diamond Cup? Der letzte Cup, die erste Strecke, oh Gott. Da habe ich dann irgendwann mal ein Wavebird gegessen. Das waren die nächsten beiden Runden. Schön, dass ihr dabei seid. Bis bald. Ich habe ja jetzt noch mehr Runden, das heißt, die anderen Videos kommen jetzt, wann immer ich Zeit habe, sie zu machen. Trotzdem stimmt weiter fleißig ab. Die nächste Runde ist wahrscheinlich schon mit Hochladen dieses Videos veröffentlicht, weil ihr immer so schnell abstimmt. Beim letzten Mal hatte ich innerhalb von über Nacht, ich habe das irgendwie die Runde abends um 10:30 oder was rausgegeben und als ich am nächsten Morgen reinguckte, um, keine Ahnung, 10 oder 9, hatte ich schon 20 Rückmeldungen. Also, bei dem Tempo kommen wir schnell durch, das ist auch gar nicht schlecht, dann können wir uns wieder anderen Dingen widmen in unserem Leben, zum Beispiel Lasagne und dem Frühling. Bis bald, Biber.